Wake up in the tea saying, touch me, I'm famous. I'm like, hey, stranger. Where you been? Where you been? Long time no see. Willkommen in Paradise City, der Heimat des Burnout Driving. Von den Serpentinen des White Mountain bis ins Straßennetz von Downtown Paradise bietet die Stadt endlose Verkehrswege, die du nach Herzenslust erkunden kannst. Es handelt sich um ein noch nie erlebtes Fahrereignis der Extraklasse. Jede Straße ist eine Herausforderung. Wir registrieren deine Bestzeiten und größten Crashs. Wenn du richtig Action brauchst, halte an einer Ampel und lass die Reifen durchdrehen. An jeder Kreuzung wartet ein Abenteuer. Die Events in Paradise City enden an einer von 8 Locations. Eine in jeder Himmelsrichtung. Im Norden der Stadt liegt der Country Club. Das Coast Guard HQ im Nordosten. Der Waterfront Plaza an der Ostküste. Im Südosten liegt das Wildcats Baseball Stadium. Die Naval Yard ist an der Südküste. Die Lone Stallion Ranch liegt südwestlich der Stadt. Die Wind Farm ist in den West Hills. Und im Gebirge im Nordwesten liegt das Observatory. Als Anfänger erhältst du eine Lernfahrlizenz. Eventsiege werden darauf notiert. Nach genügend Siegen bekommst du eine neue Lizenz und ein neues Auto. Die Welt steckt voller Überraschungen. Wir halten dich schon auf dem Laufenden. Was als nächstes passiert, ist deine eigene Entscheidung. Du hörst Crash FM und ich bin DJ Atomica, dein City Guide für die Straßen von Paradise City. Also, zuerst brauchen wir ein Bild für deinen Lernfahrausweis. Das reicht fürs Erste. Wenn du eine USB-Kamera hättest, wäre das Ganze persönlicher geworden. Mit dem Lernfahrausweis kannst du durch ganz Paradise City fahren. Profifahrer haben eine Burnout-Fahrerlizenz, aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Komm, wir besorgen dir eine Karre auf dem Schrottplatz. Was Besseres als diesen Hunter Cavalry haben wir gerade nicht. Das ist ein Stuntauto für Sprünge und Spins, aber auch ein guter Allrounder. Perfekt für einen Anfänger wie dich. Das Auto ist ziemlich lediert. Such lieber eine Werkstatt auf und lass es reparieren, bevor du dich in die nächste Action stürzt. Wir haben die nächste Werkstatt in die Karte eingezeichnet. Sie ist direkt beim Angus Wharf. Mal sehen, ob die Karre anspringt. Halte das Gas gedrückt, um den Motor hochzupowern. Wagenfarbe ändern möchtest, fahr einfach durch eine Lackiererei. Die werden dann auf der Karte vermerkt. Um ein Event zu starten, halte an einer Ampel und drücke gleichzeitig Bremse und Gas. Alle gefundenen Events werden auf der Karte eingetragen. Egal, Handbremse ziehen. Der Handbremsenslide ist vielseitig einsetzbar. Take me down,
zu finden, fahre durch die Tore mit dem gelben Zeichen. Nach Rampen mit Blinklichtern Ausschau. Sie sind perfekt für Luftstunts geeignet. Rase mit Tops. Road Rage. Ein Rennen durch ganz Paradise. Crashe schnell genug die benötigte Anzahl Wagen, ohne selbst geschrottet zu werden, um deinen Erfolg in der Lizenz zu verbuchen. Hole einen anderen Fahrer ab, um ihn zu crashen und einen extra Boost zu kassieren. Deiner Fahrerlizenz vermerkt. Fahre Siege ein, um die nächste Lizenz zu erhalten.